Hallo und willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu meinem Let's Play Civ 6 Sparta. Ich bin euer lieber Odo und wir haben das letzte Mal einiges an Siedlern gebaut. Wir haben schon Pergamon gebaut und sind kurz davor, noch eine Stadt zu bauen, und wir haben jetzt gerade die Steigbügel entwickelt. Wir können dann Ritter bauen. Ich bin begeistert, und zwar deswegen, weil Ritter brauchen Eisen und nicht Pferde. Pferde hätte ich nämlich eh keine. Dazu müssten wir noch eine Stadt bauen. Das werden wir dann vielleicht in Sparta anstellen, dass wir noch ein Pferd bauen. Oder noch einen zweiten. Weiß nicht, vielleicht bauen wir auch noch einen zweiten Handwerker dazwischen. Ritter wäre ganz gut, glaube ich. Na gut, schauen wir mal. Ja, außerdem haben wir uns entschlossen, dass wir das nächste Mal beginnen werden. Oh! Da kommt man durch. Oh, supi. Das gibt's ja wohl nicht. Echt jetzt? Sag nur, dass da noch ein Kontinent ist, zu dem wir hinfahren hätten können, schon die ganze Zeit. Naja, da ist ein Dings. Da ist ein. Vielleicht ist es nur eine kleine Insel. So wie Island oder so. Ah ja, genau. Wir haben Teddy Roosevelt getroffen, wenn wir uns nachher auch gleich anschauen. Und der Herr Cervantes wird noch seine Novellas Exemplares schreiben. Und weil sie fröhlich und jung waren, verpassten sie keine Gelegenheit, etwas über die Schönen der Stadt zu hören. Finde ich gut. So, jetzt haben wir zwei Literaturwerke, die uns 8 Kultur und 8 Tourismus liefern. Na bitte, soll sein. Finde ich gut. Da bauen wir uns noch eine Stadt her. Und der Hoplit wird aufgebessert zum Pikenier. Na, du bist doch schon. Sehr gut. So, Herr Roosevelt, was kannst du mir sagen? Ich schicke dir eine Delegation. Was hältst du davon? Großartigen Vereinigten Staaten von Amerika willkommen. Ich finde das super, dass er sich selbst als großartig bezeichnet. Er hat eine Autokratie. Das heißt, er ist noch nicht in der Lage, Monarchie zu machen. Finde ich gut. Unterschiedliche Regierungsformen ist mir wurscht. Erster Eindruck minus 3. Ich habe einen super ersten Eindruck geliefert. Wir haben uns überhaupt gesehen. Hat er da ein Schiff rübergeschickt irgendwie? Schauen wir mal. Können wir ein Abkommen machen? Hast du irgendetwas für mich, was ich brauchen könnte? Wein hast du. Ich habe auf jeden Fall nichts für dich. Na gut. Dann vergiss es. Eine verstärkte Politik der sanften Gewalt mag friedliche Zivilisationen, die eine Stadt auf seinem Heimatkontinent haben. Die eine Stadt auf seinem Heimatkontinent haben? Hasszivilisationen, die einem Stadtstaat oder einer Zivilisation auf seinem Heimatkontinent den Krieg erklären. Wie soll ich denn bitte jetzt eine Stadt dorthin bauen? Einen hat er den und da kennt aber 3 schon. Das heißt, der ist mit den anderen zusammen, mit allen anderen. Beziehungsweise der hat einfach schon die besseren Schippernackeln. Wo haben wir den kennengelernt, frage ich mich gerade.
Den Saladin kennt er auf jeden Fall noch nicht. Keine Ahnung. Da irgendwo? Nein. Keine Ahnung, wo der aufgetaucht ist. Wie soll ich den jetzt kennen? Gut. Forschung. Astronomie, warte mal. Nein. Was auch immer der Portalapparat ist, das will ich nicht. Oh, das war weiter forschungsmäßig. Puh. Burgen. Ha, ja genau, machen wir Burgen. Burgen klingt gut. Weil zurzeit haben wir ja einen Vorteil mit den Mauern. Okay. Ja. Was war Kartografie? Aber dafür brauchen wir zwei Häfen. Das brauchen wir nie so schnell. Wenn wir das andere Leute schaffen, wahrscheinlich viel besser als ich. Kornspeicher. Oder sollen wir die kaufen? Ja, ziemlich schon ein bisschen besseres Einkommen. Wir könnten da einen Hafen bauen. Nämlich hierher. Der grenzt an zwei Ressourcenfelder. Machen wir doch das. Keine Ahnung, wie viel Sinn das macht, aber wir werden wahrscheinlich, wir werden dann einfach diese Gebiete da abholzen. Wir werden da jetzt einfach einen Haufen Handwerker noch produzieren. Merke hat gerade Fremde, sie scheint aus Griechenland zu stammen. Das sind wir gewesen. Oh Gott, der Computer ist so dämlich. Okay. Okay. So, wir haben gesagt, wir wollen da oben ausbauen und da unten ausbauen. Wo bauen wir zuerst aus? Okay, du gehst mal da rauf. Und der nächste geht dann runter. Scheint wirklich nur eine Insel zu sein, mitten im Nichts. So, wir könnten eine Mission nachbauen, aber das machen wir jetzt nicht. Sparta, du baust mir noch so einen Handwerker. Und dann machen wir die nächste Runde. Es gibt sehr ehrliche Menschen, die glauben, erst dann ein Schnäppchen gemacht zu haben, wenn sie einen Händler betrogen haben. Klingt gut. Okay. Berliner Viertel. Nein? Okay, das müssen wir behalten. Wollen wir das da ersetzen? Wir könnten den großen Schriftsteller wechseln. Sehen wir mal alle.
Obwohl Schriftsteller ist eh nicht schlecht, weil wir haben ja noch zwei Plätze für Schriftsteller. Ein großer General wäre vielleicht auch nicht schlecht. So, sollen wir statt den plus zwei Einflusspunkten plus ein Gold durch jeden Gesandten machen? Das lassen wir mal, das lassen wir mal, das lassen wir mal. Plündern, nein, 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 nein. Nein, nein, das passt schon. Das passt auch. Stellt sich die Frage, soll man da was ändern? Da kriegen wir schneller Gesandte. Da kriegen wir Geld durch Gesandte. Machen wir mal das da. Ich will eh mehr Geld haben dabei einmal. Ah, hätten wir vielleicht doch lassen sollen. Naja, was weiß ich. Wir haben plus 6 Einflusspunkte pro Runde. Tja, es war wirklich nur eine Insel. Wir haben Island entdeckt. Finde ich gut. So, was machen wir als nächstes? Zwei Märkte haben wir, glaube ich, bald. Das mit den 8 Landeinheiten, glaube ich, passiert nie. So wie wir das machen. Obwohl, wir könnten mal schauen. Gibt es irgendwo da eine Liste mit den Städten? Handelsweg, Stadtstaaten, Weltranglisten. Kann man da irgendwo sich seine Stadtlisten anschauen? Ah, okay. Vielleicht machen wir sowas so. Oder? Nein, machen wir es so. Passt schon. Gibt es keine Stadtberichte? Nun. Gibt es ja wohl nicht. Landkartenladung, Kartenoptionen. Diese komische Karte. Also nur Athen, ich will eine Übersicht über alle Städte haben. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ich wollte. Man kann auch nicht irgendwie. Ah, man kann auch nicht durch die Städte durchscrollen. Ah, fürchterlich. So, da Nahrung 32 minus 18. Die Leute sind begeistert und sie wachsen in einer Runde. Und 14 Wohnraum finde ich auch gut. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich schauen wollte, wenn mich so ärgere. Ah, sehr gut. Marmor ist freigeschalten worden.
vor dich. Das da oben bringt ja auch keine Produktion. Verdammt. Gibt's ja wohl nicht. So, du gehst nicht daher, du gehst daher als erstes. Nächste Runde. Du kannst mich gern haben. Ah ja, genau, ich wollte wissen, wie viele Einheiten ich habe derzeit. Ob sich das vielleicht ausgeht. So. Gut, ich glaube, das war's mit dem Erforschen in diese Richtung. Aber immerhin, wir haben noch ein Dorf entdeckt, das können wir noch uns anschauen und wir werden da auch runterfahren jetzt mal. Was mit dem Dorf, das können wir dann, erstens können wir das später auch noch, also mit dem da oben, das können wir später auch noch machen. Das macht außerdem der Speer eh auch automatisch. Hey, wir haben einen Handelsposten in Argos. Finde ich gut. Da. Er ist jetzt mal beschäftigt. So. Sparta. In welche Richtung bauen wir unsere nächste Stadt? Am besten wäre es natürlich Richtung Washington. Aber das ist natürlich außerhalb unserer Reichweite, ist eh klar. Medina wäre eine Möglichkeit. Kandy wäre eine Möglichkeit. Nee, Kandy. Bringt gar nicht so viel. Bringt alles nicht sonderlich viel. Wir könnten sie nach Ephesus schicken und von Ephesus Handel treiben. Erstens haben wir in Ephesus, glaube ich, noch kein Dings. Und zweitens, so gut. Du gehst jetzt mal als erstes daher. Wäre auch zu schön gewesen. So, Sparta, was bauen wir in Sparta jetzt? Brauchen wir noch einen letzten Handwerker? Oder machen wir einen Ritter? Kann man einen Ritter überhaupt machen? Brauchen wir mal einen Ritter, was soll's? Weil. Ah, Söldner sind 44. Das geht schnell. Also Kultur sind wir ja recht gut. Mhm. Hey, Herr Markus. Ich habe mich aber wirklich wieder zu uns gekommen. Was hat denn da stehen? Der Herr der Lotte, der Erfolg eurer Handelsbezirke lässt die Handelsgilden florieren. Ah, das ist der zweite Markt, den wir gebaut haben. Gut. Ja, ich hab's befürchtet, da kommt man nicht durch. So, wir könnten jetzt einen Apostel erwerben. Lege ich mir mal. So, von Ephesus könnten wir nach Toronto fahren. Das bringt urviel Kohle. Wie fahren wir denn da?
diesen Weg. Wir könnten nach Kandy fahren. Das ist mir sehr recht. Weil da fahren wir über Argos und da bauen wir nämlich auch gleich eine Straße nach Argos. Finde ich gut. Na gut, fahren wir doch daher. Dann kennen wir das auch. Dann fahren wir noch einmal rundum um das Team. Argos. Handelszentrum Hammer. Können wir eine Akropolis bauen? Nein, wir haben keine Berge hier. Industriezentrum vielleicht. Unterhaltungskomplex für Karthago vielleicht. Ein Campus vielleicht. Puh, das wäre alles cool. Industriegebiet wäre natürlich super für die Produktion. Wir könnten UI-Tür irgendwas machen. Machen wir einen Unterhaltungskomplex, aber Moment, da ist er nämlich näher bei den anderen. Soweit ich mich entsinnen kann, wirkt er auf diese da auch, wenn sie nah genug sind. Wir bauen Disney World. Wieso auch nicht? So, wir haben einen Missionar. Wo bist du? Da bei Mekka. Na dann. So, Ephesus. Wie schaut's aus? Haben wir jetzt deine Produktion dazu? Yay! Ehre, Ehre, der Koloss wird nie fertig. Bis der fertig ist, ist das Spiel zu Ende. Oh, da sind Dings. Ich sehe gerade, da ist ein Lager. Das müssen wir auch vernichten. Wer ein Schloss im Nebel sieht, muss dorthin gehen, um den außerordentlichen Träumen zu begegnen. Okay, machen wir doch glatt. Machen wir weiter. Schauen wir mal, was dann passiert. Du musst da wieder zurück. So, dann haben wir gesagt, ah genau, wenn wir die zwei machen, dann würden wir mehr Essen produzieren. Aber andererseits, Essen ist in Ephesus nicht das Problem. Produktion ist das Problem. Nein, Astronomie ist nett, aber das brauchen wir echt nicht. Machen wir das. Wir brauchen mehr Wohnraum, und zwar in Pergamon und in Phaseros. Okay.
mehr machen. Hey, wir haben es geschafft. Mecke ist zarathustrisch. Zarathustrisch. So. Finde ich gut. Na gut, wir könnten noch einen Apostel bauen. Was kann so ein Apostel, frage ich mich. Ich glaube, das ist eine ziemlich brutale religiöse Einheit. Sowas wie ein Prophet im Ziv 6, nehme ich mal an. Kann Bürger zu seiner Religion konvertieren und theologische Kriege gegen Einheiten anderer Religionen einleiten. Außerdem könnten wir durch den, glaube ich, Inquisitoren herbeirufen. Was können Gurus? Kann eine Heilung benutzen, um sich und alle angrenzenden verbündeten religiösen Einheiten zu heilen. Machen wir mal sowas. Ich weiß nicht, was es bringt, aber es klingt gut, dass wir einen religiösen Kampf gegen ihn starten können. Aber als Söldner, hey, wir gehen überall hin, wo es Geld und Ärger gibt. Tja. Soll ich noch Plünderungen verdoppelt? 50% Nachlass auf alle Einheiten. Ah, da ist das, was ich gesucht habe. Handelsföderation plus ein Kultur und plus ein Wissenschaft durch internationale Handelswege. Das ist dann das wird schon interessanter. So, das mit den Handwerkern lassen wir vielleicht sogar noch. Das lassen wir auch. Weil so bald wird sich jetzt nichts verbessern mit meinen Einheiten. Glaube ich. Da wäre vielleicht interessant. Könnten wir vielleicht statt dem plus 2 Gold durch alle Handelswege nehmen? Wir haben dann eben fast nur noch internationale Handelswege. Befördern. Bekehrer religiöse Verbreitung eliminiert 75% des existierenden Drucks durch andere Religionen der Zielstadt. Pilger erhält 3 extra Verbreitung bei erstmaliger Bewegung neben ein natürliches Wunder. Oh, wir könnten ihn nehmen, ein natürliches Wunder schicken, immer Naturwunder schicken. Dann hat er nicht 3, sondern 6 Verbreitung. Heilenbekehrung kann alle angrenzenden Barbaren. Das ist überhaupt perfekt, weil ja gleich daneben Dover ist. Kann alle angrenzenden Barbaren mit einer religiösen Ladung zu eurer Seite bekehren. Nein. Versuchen wir das mal mit dem Pilger. Okay. Jetzt kann man es noch nicht bewegen, aber gut. So, Pferdl. Du reitest darauf. Ich habe da oben nämlich
Dings gesehen. So, bei Gilden hätten wir jetzt einen Bonus. Jetzt haben wir da 100% Handelsbezirk, 100% Industriebezirk. Plus 2 Kultur für alle Regenwaldgeländefelder bei dieser Stadt. Plus eine Produktion für eine Gelingen. Muss auf Regenwald gebaut werden. Jo, das ist eigentlich... Die Handelsrepublik hat zwei Karavellen, naja. Okay, wir können nur Erkundung oder Gilden machen. Mal Gilden. So. Kümmern wir uns um Karthago ein wenig. Sollte Karthago wieder bei mir sein. Was hat der für einen Lagerplatz? Lagerplätzen, einen zusätzlichen Händler an. So, wir können hier weitere Bezirke bauen. Das ist gut. Ein Lager oder ein Industriegebiet wäre ganz gut. Aber zuerst machen wir mittelalterliche Mauern und zwar deswegen, weil den nächsten Bezirk will ich hierher bauen. Und da haben wir zuerst den Regenwald. Warte, Regenwald. Kitschnitzer könnten wir dorthin bauen. Nein, können wir auch nicht bauen. Dafür müssen wir Gilden erforschen. Außerdem werden wir nicht das bauen, weil wir haben keinen Bonus für defensiven. Für die defensiven Gebäude. Wir brauchen einen Handwerker. Solange wir diesen Bonus eingebaut haben. Ah, wir wollten ja aufhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, meine lieben Freunde. Schlaft gut und träumt was Schönes.